So. Den kriegen wir kaputt. Ah, okay, da sind die komischen Kugeln drauf gelagert. Der kommt direkt hinterher gelaufen, natürlich. Das läuft ja bis jetzt noch sehr gut hier. Ah ne, wir haben gelbe Sparks. Oh. No. Da sind ja keine Edelsteine drin. Na gut, dann halt nicht. Habe ich schon alle? Okay, da muss ich mir jetzt neue holen. Komm her, du Vieh. Wunderbar. Sagen die da irgendwas eigentlich oder ist das nur so Brabbelzeug? Okay. Dann gehen wir wieder zurück und bahnen uns den Weg weiter nach oben. Natürlich. Kann man die auch kaputt machen? Nein. Ich hatte doch noch einen grünen Sparks. Wie kriegt man den denn kaputt? Die Kisten. Hm? Was? Hier unten? Ihr wollt mich doch verarschen. Halt doch die Fresse. Hier warm? Sieht so aus. So, ich mache das jetzt hier alles so schnell wie möglich. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ja, natürlich. Ach man, ey, was ist das denn für eine Scheiße hier? Kann doch nicht euer Ernst sein. Wie kriegt man denn die scheiß Kisten da kaputt? Die TNT-Kisten. Drüber springen können wir auch nicht. Nee, ich sollte mal wieder hier unten. Nee. Junge! Fettsack, ey. Den brauche ich. Komm her. Das ist so scheiße, ne? Kommen wir nicht hoch, natürlich. Warum auch? So. Jetzt muss ich mir erstmal mein Kinn kratzen. Ah. Und wo kommen die her? Ah, die spawnen da einfach nur so lustig. Ah. Ach komm!
Ist doch scheiße. Ja, ist okay, Bentley. Ist okay. Wir wissen, dass du bescheuert bist. Ich werde das mal rausschneiden, ne? Bis ich dann da oben bin. Halt die Fresse, Mann! Wir sind jetzt übrigens hier oben. Und es kamen überhaupt keine TNT-Kisten. Woran es liegt? Keine Ahnung. Aber wir haben alle Edelsteine, das ist schön. Brubeck. Gut, dann wäre dieses Level... Halt doch mal die Fresse, ey. Dieses Level beendet. Und dann können wir jetzt als nächstes das Sparks-Level machen. Ohne Sparks natürlich. Macht Sinn. Ich weiß gar nicht, was das für ein Level ist bei Sparks. Die habe ich eigentlich immer recht ungern gemacht. Also es könnte vielleicht dieses Unterwasser-Seestern... irgendwas mit Seestern oder so sein. Glaube ich. Gut. Ab zu Sparks. Hi Spyro. Hi Sparks. Ich habe noch ein verlorenes Ei aufgespürt. Vielleicht mag Sparks es aus Spinnenstadt retten. Ah, Spinnenstadt, okay. Dann machen wir die Spinnenstadt. Dann ist das nächste bestimmt das Unterwasser-Ding. Oh, fängt direkt an. Ups, die machen gruselige Geräusche, wenn man sie tötet. Ah, das ist eine. Ah, das ist ein Spawnpunkt. Achso, die habe ich ja gar nicht gesehen. The Big Spider. Okay, der ist hat ein... Dann müssen wir erst das Kraftfeld ausschalten. Okay, da geht's nicht lang. Hier? Nein, dann hier lang. So, erstmal euch kaputt machen. So. Uäh. Sieht mir auch sehr nach einem Spawnpunkt aus. So. Komm her. Okay, nächster Schlüssel. Hier ist noch so ein großer.
Einmal melde ich jetzt. Ich wollte eigentlich. Sparks wollte ich auf 45 Grad drehen, aber irgendwie. Will das nicht. Keine Ahnung. Weiß nicht, woran das liegt. Die sind ja eigentlich einfach, wenn man denen nicht zu nahe kommt. Diese schönen großen Edelsteine, ne? Das ist der nächste Schlüssel. Aber der ist bestimmt für hier, oder? Ja. Ich krieg hier ganz schön aufs Maul, ne? Eieiei. Da hätte ich gerade doch nochmal. War das aber ein Schmetterling? Ich hoffe mal, das ist ein Lebensschmetterling. Ein Lebensschmetterling? Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Achso, ist schon kaputt. Ja, gut. Ah, hier ist noch einer. Rakatis. Was ist das? Ah, so ein Dreierschuss. So. Die kann auch nur eine gewisse Anzahl, glaube ich, spucken. Ah ja, gut so. Wir haben auch wieder volle Lebensenergie. Sitzt hier Boss schon? Boss-Time? Sieht so aus, ne? Ah, das ist... Oh, was? Wir können uns selber treffen? Seit wann geht das denn? Oh nein! Aber da war ein Speicherpunkt vor dem Boss. Ich mag den nicht, der ist scheiße. Wo bist du? Da bist du. Ach komm, ey. Ich habe euch gar nicht gesehen, dass ihr noch existiert hier. Scheiße.
Weiß nicht, der hat es irgendwie in sich, der Boss. Oder ich bin einfach zu blöd irgendwie. Das ist jetzt scheiße. Der hat nur noch so wenig. Ach oh Gott. Suti. Spinnwebe ade. Ah, da ist noch ein Edelstein. Und da haben wir auch alle Edelsteine. Und wir haben wieder eine schön gerade Zahl. Yay! Wunderbärchen. Dann dürfen wir Gartenstadt jetzt wieder verlassen und wieder zum Abendsee übergehen. Und da machen wir zuerst mal das Zeitrennen-Level-Dings, würde ich sagen. Also, ab nach Abendsee. Genau, wir wollten zum... Nee, nicht zum Grat, sondern zur Honigwabenstrecke. Ich denke mal, das wird auch für heute das letzte Level sein. Also sagen wir mal für jetzt. Es kann auch sein, dass ich heute Nachmittag nochmal aufnehme. Aber für jetzt ist es erstmal das letzte Level. Da dürfen wir dann gegen die Bienen antreten. Und mit... Was ist das für Musik? Was ist das für Musik? Unten steht auf jeden Fall Jäger. Also das klingt irgendwie komisch. Das sind jetzt hier die letzten. Würde auf jeden Fall mehr Sinn machen, wenn wir gegen den Strom fliegen würden.
Aber es ist anscheinend genügend Zeit dafür, das auch so rumzumachen. Tada! Sehr schön. First strike. Okay. Nee. Ich drück immer wieder neue Versuche, ne? Jedes Mal dasselbe. Yay, Chris. Der olle Nerd. Gegen die Bienen antreten. Kriegen wir hin. Ich weiß nur, dass ich hier damals, glaube ich, Problemchen hatte. Im Let's Play. Also habe ich mehrere Anläufe auf jeden Fall gebraucht. Miau. Die kriegt man wenigstens auch mal richtige Rückmeldung quasi, dass sie getroffen wurden, wenn man sie mit Feuer abschießt. Ah, den haben wir verpasst. Ist auch nicht so schlimm. Wie viel dritte sind wir? Okay. Ich weiß nicht, ob das was wird. Obwohl, da vorne war schon der erste. Wir haben noch eine ganze Runde auf jeden Fall noch. Ich denke mal schon, dass das was wird. Oh, das war knapp. So, und wir sind Erste. Können wir jetzt nicht schon das Rennen beenden? Echte Sternkraft. Ist bestimmt noch mehr. Wir haben ja schon mal wegen Sternen was bekommen. Und das ist jetzt bestimmt noch mehr Sterne auf einmal irgendwie. Wie gesagt, ich habe mir die Trophäen noch nie angeguckt. Bidip. Jetzt auf jeden Fall ein bisschen auf Nummer sicher gehen hier. Aber schon noch ein bisschen fixer hier durchjuckeln. Boah. Okay, die Blume ist auch gefährlich. Da unten ist schon das Ziel. Ich höre noch keine Biene, die uns irgendwie im Nacken rumschwirrt. Da ist das Ende. Erste. Yay. Nein, diesmal nicht. Henry! Die olle Maske. Süß. Zeitmodus. Weil wir müssen ja noch zu Jäger. Wo ist der denn? Der steht doch hier irgendwo. Wo stehst du? Da.
Hallo. Pass auf, Spyro. Es gibt hier ein wirklich großes Schaf-UFO, das versucht, mich zu kriegen. Ich habe mir ein Drachenei geholt, das es entführen wollte. Und jetzt will es Rache. Du wartest hier. Ich locke das UFO in den Honigfluss. Nur zu, ich gebe dir Deckung. Okay, los geht's. So, wir müssen, glaube ich, nur ausweichen, ne? Nur ausweichen. Alter. Aber das lässt sich gut steuern hier, muss ich sagen. Jetzt gleich müsste es eigentlich Ende sein, ne? Ist schneller als ein Gepard. Und schau mal, ich habe nicht mal das Ei fallen lassen. Nori! Super, wir haben alle Eier. Gar keine. Ich möchte das. Ja. Jetzt müssen wir mal überlegen, was machen wir denn als nächstes für ein Level? Ich würde sagen, wir machen zuerst den Frostaltar. Weil das eigentlich somit das beschissenste Level ist. Vor allem auch wegen der Sache mit Bentley. Oder? Ja, ne? Würde ich sagen. Frostaltäre. Okay, die haben schon wieder den Namen geändert. Gut, dann machen wir dann die nächste Aufnahme in diesem Level weiter. Ich hoffe, euch hat das heute gefallen und ja, hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!